Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja Leute, wir sind hier auf dem Weg nach Monterra und sind jetzt hier ein bisschen durch die Wildnis gelaufen und gerade bei diesem Bauernhof angekommen. Gucken wir doch mal, was es hier so gibt. Wenn wir wieder dahinter schauen, ob es was zu looten gibt. Und dann... Oh ja, warte mal, ich muss... Oh. Stimmt. Ich glaube, wenn ich mit ihm quatsche, kriege ich eine Zeitquest. Ja, das schaffen wir schon. Ich möchte aber dann erstmal an dir vorbeilaufen. Und dein Bett benutzen. Du kannst mich einmal heilen. So. Du solltest jetzt gehen. Schönen guten Tag, Dominik. Moment mal. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist den Orks doch nicht etwa durch die Lappen gegangen. Was? Nein? Ich bin auf der Durchreise. Wenn du mich fragst, siehst du aus wie jemand, der was ausgefressen hat. Du meldest dich innerhalb von 3 Tagen bei Marek, dem Anführer der Orksöldner in Monterra. Sonst gibt's Ärger, klar? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das nicht schafft. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Was ist das hier eigentlich für ein Bauernhof? Ich meine, die haben hier Heuballen liegen, okay, so, aber... Aber was machen die hier? Die haben hier keine Felder, kein Vieh, kein... Also die haben nichts. Was ist das hier für ein Hof? Wie komme ich nach Monterra? Wenn du den Weg rauf Richtung Norden nimmst, bist du zwar schneller da, wirst aber garantiert von Banditen überfallen. Ja, da gehen wir jetzt nicht lang. Besser für dich, wenn du den Weg Richtung Westen gehst. Der ist länger, aber dafür ungefährlicher. Verstehe. Zeig mir deine Ware. So, was hast du denn Schönes? Wasser... Ups, komm. Haben wir das? Ich weiß nicht, was wir haben. Es wäre schön zu sehen, was man schon hat. Über die Rezepte haben, glaube ich, irgendwie viele Händler. Darum würde ich die vermutlich schon haben. Brote können wir auch mal kaufen. Spitzhacke. Sehr schön. Hier, kurz noch den Krempel. So, ja, wir müssen nach Monterra und uns bei Marek melden. Ich denke, das werden wir hinkriegen. Oh, da ist schon wieder ein Lurker. Am rumlurken. Hallo? Und manchmal schieße ich doch eindeutig durch die Viecher durch. Was soll denn das? So, und hier gibt es die Steinwurzel. Die brauchen wir für eine Quest gleich. Damit sammle ich jetzt schon mal ein. Ja, hier sind noch ein paar Pflänzchen. Hier ist noch irgendwo eine Blutfläche. Oder? Ich dachte, hier wäre noch irgendwo eine Blutfliege am Ufer. Sind wir da vorne? Wir gehen nochmal zurück und auf der anderen Seite sind auch noch welche. Genau. Ja, der sucht jetzt irgendwo einen Weg, weil er in jeweils Wasser kommt. Na, findet keinen und versendet. Bei Lurker können wir, wie wir wissen, nicht schwimmen. Ja. Mit. Zack, zack, zack. Was ist denn, wenn hier noch Schönes? Eine Metalltruhe. Komm, jetzt mal beim ersten Mal. Abgebrochen. Oder auch nicht. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Wäre mir zu schnell. Nochmal von vorne. Da war ich zu dumm. Ja, Heiltränke sind immer gut. Ich glaube, wenn man hier vorne den Wasserfall runterspringt, ist das hoch genug, dass man diesen Stunt-Bonus kriegt. Ne? Den gibt es, glaube ich, auch. Können wir jetzt aber nicht, dann kommen wir nämlich wieder nicht hoch. Da unten kommen wir bei Silden raus, kann das sein? Oh, oh. Das hat die Grafik aber gehabt. Sehr. Oh Gott.
Ja gut, das ist halt, ne, die etwas erhöhte, genau, das hätte ich auch noch eingestellt, dass ich ein bisschen weiter sehen kann. Ich dachte irgendwie, wir kommen hier bei Silden raus. Wir kommen einfach nirgendwo raus. Nee, Moment, da vorne ist... Da vorne ist Lago. Lago wartet ein alter Bekannter auf uns. Da werden wir aber so schnell nicht hinkommen. Dann ist mit der Grafik schon wieder kaputt. Wir können da runterspringen, fällt mir gerade auf. Wir müssen nur irgendwo an Land kommen. Nach vorne oder so. Und dann kann ich wieder wegporten. Ja, machen wir trotzdem erstmal nicht. Hey, diese Krabbenreuse oder was das ist, können wir nicht benutzen. Ah, oh, da ein Schattenläufer. Schattenläufer. Aber hier war doch noch irgendwo eine Blutfliege. Ja. Das war Klaus. Tschau. Dann... Fangen wir uns nochmal um die Schattenläufer. Es ist halt so krass, wenn man bedenkt, wie krass die in den anderen Teilen sind. Und hier machst du immer so ein paar weg. Lass mich bitte in Ruhe. Die KI ist auch so dumm programmiert, ne? Aber die alternative KI, die halt durch Mods dazu kommt, die ist halt auch nicht viel besser. Die ist halt auf andere Weise dumm. Mit der alternativen KI, die ist halt total dämlich, um Städte zu befreien, weil die Gegner total viel blocken. So ein bisschen wie halt bei der Helver-Mod, wo dann der Schildkampf dazu kam. Da habe ich auch sehr viel mit Blocken und sowas gearbeitet. Nur, dass es in diesem Spiel bei Gegnern total dämlich ist, weil dieses Spiel eben auf... nicht wirklich auf Einzelkämpfe ausgelegt ist, sondern weil es hier sehr viel Massenkämpfe gibt. Und ja, das ist mit der alternativen KI einfach so total pain. Nochmal von vorne. Du brauchst einfach drei Jahre, um diese Städte zu befreien, weil alle Gegner blocken. Sowieso ist halt hier auf Nahkampf und sowas gehen im Spiel sowieso ein bisschen schwierig dadurch. Am besten ist es, glaube ich, in Gothic 3, wenn man auf Magie geht. Vor allen Dingen mit den Mods. Dann hast du halt zum Beispiel sowas wie Flammenwelle oder sowas, was in der Mod eben um den Gegner herum geht, auf den du es castest. Normalerweise geht es um dich selber rum. Und das machst du dann einfach bei einer Stadtbefreiung in die Menge rein und boom. Die fliegen durch die Gegend. Wäre auch ganz witzig gewesen, aber wie gesagt, ich möchte mir Magie ein bisschen für wie heißt Risen aufheben. Da möchte ich gerne mal Magie spielen, weil ich das noch nie gemacht habe. Und mal gucken, wir werden hier sicher auch ein bisschen Magie lernen. Da wir nicht das alternative Balancing spielen, können wir auch so ziemlich alles lernen, so nach und nach. Kann man theoretisch auch ein bisschen auf Magie gehen. Wir schauen einfach mal. So, hier ist noch ein Schweinchen. So, Mana-Pflanze brauchen wir auch. Die brauchen wir irgendwann für irgendeine Quest, glaube ich. Genauso wie die Schnapsbeeren. So, und hier kommen wir, glaube ich, zum unnützesten Volk im ganzen Spiel. Die wir hier gleich treffen werden. Ich meine, nicht ihn hier. Wildschweine sind auch unnütz, aber auf andere Weise. Ja. Ja. Da ist nichts mehr zu holen. Nur so denken, dass ich nicht pennen darf wegen der Quest von Dominic. Neue Wildschweine. Die nehmen wir auch noch mit. Oh, da! Muss man echt mehr so angreifen, ne? Also, Linksklick macht ja doch schon mehr Damage als der Rechtsklickangriff. Auch wenn der Rechtsklickangriff irgendwie halt ein bisschen sicherer ist, quasi. Habe ich, glaube ich, schon mal erklärt.
So, Metalltruhe. Mal gucken. Oh, wir haben sofort die Metalltruhe aufgekriegt. Ja, Leute, man muss nur meckern. Hier rechts müssen dann noch irgendwo Ripper rumlungern, oder? Habe ich irgendwie im Kopf. Ja, da vorne. Gehen wir gleich hin. Genau, hier sind nämlich Waldläufer. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ruf beim Waldvolk. Bei denen können wir auch Ruf bekommen. Am besten, du hältst dich da. So, die haben hier halt so gelebt in Hütten. Das sind so. Ja. Die leben halt so ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, die Waldläufer sind Anhänger Adanos. Und die Adanos-Boys, die sind ja immer so ein bisschen, ne, wie die Wassermagier. Die machen halt immer ihr eigenes Ding. So. Und genauso sind die Waldläufer auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da knurrt es schon. Wenn mich nicht gesehen hat, ich glaube wegen dem Schleichen-Skill da, ne? Dass man sich an Wild anschleichen kann. Oh, der hält aber aus, der Ripper. Ist voll aufgeladen. Ist schon geil. Ich fand immer dieses Quieken von denen echt weird. So. Was habt ihr hier noch mit Uhr? Ein Teleportstein? Wo führt der denn hin? Teleportstein zum Druidendorf! Der ist neu, den gab's vorher nicht. Nice. Das ist cool. Feier ich. Ja, hier war mal ein Druidendorf. Ein Waldläuferdorf. Und die Orks haben alles niedergebrannt. So, jetzt können wir zu denen gehen. Oh, haben wir hier noch so ein bisschen das Feld. Alles mitnehmen ist angesagt. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu holen. Das ist eine Goblinbeere. Und ein Wolf. Ich bin immer noch so überrascht von diesen ganzen permanenten Sachen, ne? Wie viel da wachsen. Aber Kronstücke haben wir echt nur Madea gefunden. Irgendwie. Und jetzt seit wir hier nach Moterra reisen, nicht mehr so wirklich. Ah. Ist da vorne einer? Das ist. Alter, wie viel Damage machen wir mittlerweile? Oh, oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. Bogen macht Damage, ne? Ne, ist eine Felsen. Okay. Gut, wir machen mehr Damage an Wildtieren, ne? Ist schon krass. So, haben wir hier noch ein Tier. Ein Wolf. Okay. Der Wolf einfach weniger Damage kriegt als das Wildschwein. Okay. Ich glaube. Okay, wir haben alles hier auf dem Weg geräumt. Das heißt, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Unterwegs snacke ich noch ein bisschen was, weil ich dafür nicht bin. Also, darf ich schon. Verschwende ich halt nur einen Tag für meine Quest. Ich möchte es eigentlich nicht so krass ausreizen, dass es danach irgendwie knapp wird. Und ja, wie man schon durch den Namen vom Teleportstein erfahren hat, ne, hier gibt es Druiden. Die sind so die Führer des Waldvolks. Und ich finde die Grundidee von den Druiden eigentlich ziemlich cool. Als wenn das so oh, hier ist ja schon Grundstöckel. Die finde ich ziemlich cool, diese Grundidee. Das ist noch eine Drachenwurzel.
Aber die haben halt, wie gesagt, so gar keine Bedeutung leider. Also, eine krass relevante. Dem gefällt mir das Ganze gar nicht. Wenn du mit Porgan sprichst, behandle ihn mit Respekt. Sonst kriegst du es mit mir zu tun. Keine Sorge. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Waldläufer und Kampflehrer. Mein Name ist Arrakos. Ich bin Leibwache des Druiden Porgan. Also denke erst und handle dann. Verstanden? Was ist das für ein Ort hier? Ein Ort der Verwüstung und Hoffnungslosigkeit. Dieses Tal war einmal das größte Dorf der Waldläufer von Myrtana. Die Menschen kamen von überall her und labten irgendwann sich an den heilenden Händen unseres Druiden Porgan. Wenn er so weiter was ist hier passiert? Die Orks haben unser Dorf zerstört und alles gestohlen, was zu finden war. Ich bin einer der wenigen Überlebenden dieses Fiaskos. Verdammt seien alle, die sich an den Pflanzen und Geschöpfen Adanos vergreifen. Ihr führt Krieg gegen die Orks? Wir Waldläufer sind ein friedliebendes Volk. Ach so, darum bist du Kampflehrer. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Druiden zu dienen und sie zu beschützen. Diese elenden Orks jedoch sind mit dem Schwert des Krieges über uns gekommen. Und nun holen wir uns zurück, was uns gehört. Nicht mehr und nicht weniger. Verstehe. Wo sind die Orks jetzt, die das hier angerichtet haben? Sie haben sich in die großen Städte von Myrtana zurückgezogen. Unerreichbar für uns. Alles, was von ihnen noch da ist, ist eine kleine Ork-Patrouille im Norden, die uns beobachtet. Irgendwann ist doch das vorbei. Kannst du nicht bevor... Ich weiß ja nicht, ob du dein neu erlerntes Wissen gegen mich kriegst. Lass uns die Ork-Patrouille aufmischen. Ich würde nichts lieber tun als das. Doch weiß ich nicht, ob wir stark genug dafür sind. Wir machen das schon. Hör bloß auf mit der Scheiße. Du scheinst zu wissen, wovon du da redest. Ich bin bereit. Folge mir. Für Porgan. Für Porgan. Nach vorne. Lasst uns diese Orks aufhalten. Ja, hey, warum musste man da jetzt noch einen Dialog hinzufügen? Und es kommt so, dann wollen wir mal. Und der hat die coolen Waldläuferbogen. Aber wie ich schon sehe, hier wurden auch keine neuen Frauen hinzugefügt. Das ist schade. Das hätte, also, dass die Mods halt alles so ein bisschen glaubwürdiger machen wollen, zum, vor allem diese Lively Town Mod. Ich finde, es wäre halt glaubwürdiger für eine Welt, dass da eben, ja. Haben wir schon mal drüber geredet. Das wäre doch durchaus machbar gewesen. Also in der hat es doch auch gut geklappt. Was vermute ich denn zu aufwendig, einfach bei jeder Stadt das zu machen, in dem Ausmaß? Weil es muss ja auch irgendwie passen. Au! Rebellenjäger. Wie heißt du? Boruk. Boruk. Kundschafter. Ja, ruft beim Wolf auf plus 10, ne? Also die kriegt man relativ gut hoch. Ziemlich gut. Orks sind Adanos Geschöpfe. Wie du und ich. Wir sollten uns achten und nicht bekämpfen. Und schon haben wir 15. Die Ork-Patrouille ist erledigt. Ich danke dir für deine Hilfe, Fremder. Hier, nimm. Ich gebe dir etwas mit auf den Weg. Möge Adanos Licht alle Wege erhellen, die du beschreiten wirst. Wenn du willst, können wir ja auch noch ein bisschen trainieren. Ich glaube, das bringt halt auch nur was, um eben die Rüstung von denen freizuschalten. Die Waldläufer-Rüstung, die Druiden-Rüstung. Also wie gesagt, das Waldfolk ist komplett unbedeutend. Guckt mal hier, wir haben so viele Rebellen-Quests erledigt und haben erst 14 Ruf bei den Rebellen. Aber ich habe jetzt quasi eine Quest mit ihm gemacht und wir haben 15 Waldfolk-Ruf. Ist schon ein bisschen krass. So, er stiefelt wieder zurück. Oh, wir können ja mal den unseren neuen Teleport benutzen. Stimmt, einer dieser Typen hatte den zerstörten Druidenstein. Genau, die Druiden haben nämlich jeder einen Druidenstein. Das werden wir mal gleich noch erklärt kriegen. Wie gesagt, die Idee dahinter finde ich echt cool. Es ist nun echt nicht so nützlich. Sag ich mal. Morgan. Adanos, sei mit dir. Aber die Druiden kann ich für cool. dich tun, Wanderer? Das Weirde war halt auch, fand ich immer, Diego Miltenborn und Lester haben ja hier in der Mod ihre alten Rüstungen aus Teil 1 und 2 an. Und das hatten sie in Gothic 3 im Basecamp eben einfach nicht. Die hatten halt einfach Rüstung an, die es halt hier im Spiel gab, was halt mega unpassend war. Gorn hatte zum Beispiel so eine Nordmar-Rüstung an.
Diego hatte, glaube ich, eine Banditenrüstung an. Nur Milton passte mit der Feuermagierrobe. Und Lester hatte so eine Druidenrobe an. Das fand ich immer so weird, weil das eben einfach storytechnisch überhaupt nicht passt. Ich schätze, du hast das Sagen hier. Ich bin kein Herrscher. Meine Kinder, die Waldläufer, sind aus freien Stücken bei mir Wanderer. Du redest wie die Wassermagier. Immer diese Adern auszutüten, ne? Wir Druiden sind Wächter der Welt und ihrer Natur. Unsere Macht beziehen wir aus der Kraft der Geschöpfe Adanos. Kannst du mich... Kannst du mich heilen? Das kann ich, Wanderer. Komm an mein Feuer und ich lindere deinen Schmerz. Wieso klingt das irgendwie, als ob der was ganz anderes meint? Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Yay! Geheilt. Lehre mich das höchste Wissen der Druiden. Ich glaube, das brauchen wir für... Warte mal. Dazu bist du noch nicht bereit. Um verbessern, okay. Okay, wir müssen dafür nicht Ruf bei den Druiden haben. Trotzdem gefällt mir das. Was ist denn das? Die Dauer aller Verwandlung. Ja gut. Wird verdoppelt. Du solltest meinen Rat. Ja, man kann... Genau, Beschwörungszauber kann man bei denen noch lernen. Und... Einige Dinge werden sich niemals... Also dieser... Ja, was halt eben nicht zu Innos und Belia passt. Chemie, Verwandlungstränke, klar. Also Druiden sind halt Verwandlungen. Verwandlung ist echt nicht so gut hier im Spiel, genauso wie Beschwörung. Beschwörungen sind halt zwei mega gut. Hier eher nicht so. Welches Geschöpf ist die Quelle deiner Macht? Mein Druidenstein hält die Kraft des Keilers inne. Doch leider Ripper, ist mir mein Stein von den Orks gestohlen worden, Wanderer. Mehr als beunruhigend, ihn in der Hand dieser närrischen Geschöpfe zu wissen. Sind auch irgendwie gut. Keiler sind ja Wildschweine, aber Keiler finde ich irgendwie coolerer Name als Ripper. Was denn noch? Du hast doch noch etwas auf dem Herzen? Sehr aufmerksam. Okay. Danke, dass du fragst. Vor ein paar Wochen betraute ich einen Anwärter mit einer schweren Aufgabe. Ich mache mir jetzt Vorwürfe und würde dich bitten, ihn zu suchen. Na dann, was war denn sein Auftrag? Ich schickte ihn, den Druidenstein des Wrans zu suchen. Ja. Wir Druiden denken, der Stein müsste sich zwischen hier und dem Pass nach Nordmar hinter Silden befinden. Es muss ein außergewöhnlicher Wahn sein. Stimmt, es gibt 6 Druidensteine, ne, sagt er irgendwie 6 für die Zahl ihrer Herren, aber es gibt halt keine 6 Druiden. Und ich glaube, im Basegame fehlte der Druidenstein des Varans, den gab es halt einfach nicht, man konnte den nicht finden. Und das Questpaket oder die Content-Mod fügt das halt hinzu. Ich habe deinen Druidenstein gefunden. Dank dir, Wanderer. Ja, schon haben wir 30. Aber ich sehe, er ist blass und kraftlos. Wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll, muss er wieder aufgeladen werden. Ja, wir machen das schon. Kannst du den Druidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten für die Prozedur Natürlich. Der Erneuerung. Du hast mir den Stein zurückgebracht, Wanderer. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Mhm. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Druidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. Ja, die dürfen wir mittlerweile schon haben. Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Ja, komischerweise nur an dem Fluss direkt neben eurem Dorf hier. Sonst nirgendwo in dieser Welt. Hier, deine Steinwurzeln. Gute Arbeit. Und 45. Nun kann ich den Druidenstein wieder aufladen. Für die Dienste, die du mir erwiesen hast, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Nimm meinen Druidenstein und verwahre ihn. Er gibt ihn einfach besser, sein höchstes Ding an uns weg. Den bedeutendsten Gegenstand. Ja, gut, das hat aber auch, glaube ich, irgendwie einen Grund. Durch ihn erfährt man das noch nicht so, aber man merkt so im Laufe, wenn man mehr Druiden trifft, dass die Druiden ja ein bisschen genauer wissen, wer der Held ist und was seine Aufgabe ist. Am besten, du hältst dich da raus. Und was er halt bewirken wird hier in dieser Welt. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ding, ja, macht es eigentlich schon Sinn, dass er uns den anvertraut. Klar, warum nicht? Das hat uns gerade noch gefehlt. Auch als Schnapsbären, ne? Die brauchen wir ja später noch. Ich hab unbedingt das Zauberwurzelöl. Ich war gar nicht mehr bei meiner Angebeteten hier und hab mir hier was geben lassen. Ich wollte doch mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Das kommt noch schlimmer. Du solltest meinen Rat annehmen. So. So, so. Da hast du dem alten Mann versprochen, nach unserem Freund zu suchen. Ja.
Wirst du es denn auch wirklich tun? Als wenn das ja so einfach wäre. Aber natürlich. Ich werde mich gleich auf die Suche begeben. Gut. Mögen dir diese Tränke helfen. Dankeschön. Am besten du erledigst das selbst. Ja, Jungs, ich bin dann mal wieder weg, ne? Wie viel Ruf haben wir jetzt bei den 45? Wir haben fast die Hälfte einfach nur durch die Quests hier. So, dann geht's mal weiter Richtung Montea. Was mit dem Druiden passiert ist, der den Druidenstern des Varan irgendwie hatte, erfährt man, glaube ich, gar nicht. Auch jetzt nicht durch die, die Mods, wenn ich mich so richtig erinnere. Da sind Snapper. Snapper sind hier in Teil 3 auch irgendwie echt süß, ne? Wenn man bedenkt, was das für Kreaturen waren. Und jetzt sind das halt so, ja, so kleine Raptoren. Und Snapper haben hier halt auch echt nichts drauf. Aber die sehen hier zumindest in den Mods wieder ein bisschen mehr aus wie Snapper. Immer noch keinen Schaden. Im Pace-Game waren die so grün. Fand ich immer sehr komisch. So. Zack. Und hier ist noch eine Drachenwurzel. Und hier. Genau, hier ist ein ein Rebellenlager. Und das habe ich beim allerersten Mal spielen damals nicht gefunden. Also hier war ich dann einfach nicht, weil, ja, bin hier nie lang gegangen. Ich überlege, ob ich das noch nicht mache und erstmal nach Montera gehe, weil dieses Lager gehört eigentlich zu einer anderen Stadt. Die gehört zu Trelis. Das ist. Doch, das müsste Trelis da vorne sein. Krass, wie nah das ist. Darum werde ich erstmal, glaube ich, auslassen hier und später machen. Ich glaube, wir müssen da oben auch irgendeine Untotenhöhle für ausheben. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wir gehen erstmal nach Montera, wie der eigentliche Plan war. Ich glaube, das ist schon wieder gleich rum. Da passt es doch, wenn wir da zumindest mal ankommen. Ja, den Weg hier gehe ich eigentlich nie. Man kommt, glaube ich, von da, von Trelis nach Montera. Und ich gehe halt, ja, ich gehe nie erst nach Trelis, dass ich da langkommen würde. So, ein Scavenger. Und ein Schweinchen. Da! Wieder eine Heilpflanze. Sind wir auch nicht mehr so häufig momentan. Alter, was wir denen Schaden machen, ne? Ja gut, weil die als Wildtiere zählen, ne? Denen machen wir mehr Damage. Mehr Damage. Oh, das ist schon wieder so ein Elch. Bleibst du hier? Nee, ich will dich töten. Bleib hier, Elch. Oh, nicht. Irgendwas Cooles? Warum nicht? Das ist eine Höhle. Oh, der Elch haut ab. Wir gehen gleich in die Höhle. Aber wir kommen doch nicht in Montera an. Da ist nichts zu holen. Noch hier die ganzen Pflänzchen mitnehmen. Na, hier liegt. Da sind Rebellen und hier ist irgendwie noch eine Goldschatulle, die wir brauchen für eine Quest. Hier ist irgendwas. Ja, genau. Laufen wir durch die Mauer durch.
Ja. Warum sind jetzt hier so viele Pflanzen? Oh. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dieser Höhle. Ist die immer da? Ich kann mich überhaupt nicht an die erinnern. Da ist was. Schon wieder eine Goblinbeere. Ich kann mich nicht an diese Höhle erinnern. Eigentlich schon wieder am Ende, aber ich will jetzt hingucken. Ja gut, sind wieder die Ogre-Boys unterwegs. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Seit wann machen die so viel Damage? Kann ich mich einfach auf dem Hochstand verstecken? Das wäre schon witzig. Ja, was dann? Der blöde Elch. Hier. Dumm. Ach, komm schon. Natürlich ein bisschen bitter mit den Ogern. Da könnte ich jetzt einfach mal schnell reingucken. Ich glaube, die Höhle habe ich nie gesehen. Naja gut, Leute. Wir machen die Ogerhöhle beim nächsten Mal. Ich danke wie immer vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin und bye bye.